Einen wunderschönen guten Morgen heute am 15. Mai. Ich begrüße euch in den Live-Trading-Räumen der European Trading Academy zu unserem Marktkommentar. Gestern setzte die von uns bereits ja erwartete Erholung am US-Markt ein. Ich habe das nochmal in dem Marktkommentar ja erwähnt. Die schlechten Nachrichten sind raus. Der Abverkauf war da. Und damit es jetzt wirklich substanziell weitergehen kann nach unten, müssten auch irgendwie entweder wichtige Chartmarken getriggert werden oder aber hier auch entsprechend von der Newsfront was kommen. Wir hatten das wesentliche Phänomen erlebt, dass wir mit der kurzen Zeiteinheit, die ganz klar abwärts gerichtet ist, wir sehen das jetzt hier nochmal, die kurze Zeiteinheit, fallende Hochs, fallende Tiefs, dass die hier in diesem finalen Ausverkauf, das kann man wunderbar eben auch sehen, hohes Volumen, finaler Ausverkauf. Und wenn wir uns jetzt hier das Ganze dann mal auf dem Daily Chart anschauen, dann sehen wir, dass diese Abwärtsbewegung hier genau auf diesen doch ziemlich kräftigen Supportbereich im S&P gekommen ist. Und der Rebound ist hier eben gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Jetzt stellt sich natürlich hier folgende Frage, und in diesem Spannungsverhältnis steht jetzt der US-Markt, ist es letztendlich nur ein kleiner Rebound oder ist es die Fortsetzung des Daily Trends? Und hier sind eigentlich zwei Faktoren im Moment entscheidend. Also das eine ist, ich nenne es sozusagen die Momo-Crowd. Das sind sozusagen die Momentum-Masse, die hier im US-Markt auf Teufel komm raus ihr Geld versucht anzulegen. Und man kann das ganz gut sehen, wenn man sich einzelne Aktien anschaut, nämlich hier die Apple, kaum irgendwo große Korrekturen, kleine Korrekturen. Jetzt hier mal mit der Bewegung auch eine etwas größere Korrektur, aber letztendlich auch noch im Trend aufwärts. Wir können uns den Facebook anschauen. Die großen Technologiewerte, die nehmen sich da letztendlich alle nichts. Da muss man gerade schauen, da unten ist ja die Facebook. Wir sehen hier im Prinzip starke Rallyes nach oben in sauberen Aufwärtstrends, die jetzt ja klar mal korrigiert wurden, aber letztendlich noch das Momentum hier nach oben haben und ähnlich wie der Index hier auf Kaufniveaus gekommen sind. Und im Moment sehen wir eben immer noch, dass das Geld wirklich wie verrückt in den US-Markt reinströmt, dass es Anlage sucht. Wir haben das auch gestern wieder im Handel gesehen, kaum große Rückwärtsbewegung und der kurzfristige Trend hat eine große Chance, wieder nach oben hier zu drehen. Wenn wir uns hier mal in die etwas kleineren Zeiteinheiten begeben, also 15-Minuten-Chart, dann sind wir hier schon wieder im S&P, das ist jetzt hier mit der Nachtsitzung mal, sind wir hier im S&P schon wieder ja, in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den 60-Minuten-Chart, der abwärts gerichtet ist. Und hier sind jetzt so die idealen Korrekturziele für die Aufwärtsbewegung. Also bis wohin es jetzt erstmal so nach oben gehen kann, ungefähr dieser Bereich. Das heißt, wenn wir mal gucken, hier dieses Tief hier ist so 2862, ist auch das Tageshoch von gestern, da erwarte ich den Widerstand und bis dahin sehe ich eigentlich den Markt relativ optimistisch nach oben laufen. Was danach kommt, müssen wir dann sehen, aber das ist erstmal so das Grundschema. Und heute Morgen haben wir im DAX auch direkt versucht zu kaufen, haben wir aus so einem Punkt nicht bekommen, aber wir sehen auch, der läuft hier nach oben und hier ist eigentlich so die 12.100. Man sieht das hier in diesem Bereich, wo sich der Markt so ein bisschen tummelt. Das ist eigentlich die Marke, wo entsprechend der Index oder die den Index anzieht, bis wohin wir auch schnell noch laufen können. Und das erwarte ich auch, insbesondere wenn wir jetzt uns mal hier anschauen, wie ist die Bewegung gestern im Laufe des Tages verlaufen. Also jetzt die kurzfristigen Zeitebenen 15 Minuten angucken, dann sehen wir auch hier schon wieder, hat sich schon wieder die Sequenz auf der kurzen Ebene nach oben gedreht. Und häufig ist das so nach so starken Sell-Offs, wenn dann die Beruhigung kommt, dass wir dann mit einer ebenfalls großen Dynamik eben an diese wichtigen Punkte laufen. Und deswegen probieren wir heute auch hier nochmal im Rücklauf 12.025, das heißt hier auf dem letzten Sequenzhoch im Viertelstundenchart hier einzusteigen. Jetzt wollen wir aber unseren Fokus noch ein bisschen weiter aufmachen und das ist jetzt ein relativ interessantes Thema.
Nämlich, ich habe hier, ihr kennt das von mir, ich benutze das sehr, sehr gerne, das sogenannte FatWatch-Tool. Und hier sind die Wahrscheinlichkeiten abgebildet, so wie sie am Markt eingepreist werden für Zinserhöhung und Zinssenkung. Hier unten, das karierte hier, ist der aktuelle Zinssatz. Und hier oben, da seht ihr jetzt, habe ich den FED-Termin 11. Dezember, also Jahresende, rausgesucht. Und jetzt sehen wir schon, mit einer 41,8%igen Wahrscheinlichkeit wird ein Zinsschritt mit 22,3 sogar zwei Zinsschritte und drei Zinsschritte sogar mit einer 5,6%igen Wahrscheinlichkeit eingepreist. Wenn wir das alles mal aufeinander addieren, dann sind wir hier fast bei 70%. Ja, 70%. Und das ist verwirrend, sage ich direkt dazu. Warum? Der Markt geht also davon aus, dass die Fed hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung macht. Das Bild war vor ein, zwei Monaten noch komplett umgedreht. Hier hat niemand eine Zinssenkung in 2019 erwartet. Und jetzt kommt hier diese Erwartung für diese Zinssenkung. So, warum sollte die Fed das machen? Ich meine, klar, ein Grund könnte sein, Trump sagt der Fed, hey, ihr müsst jetzt mal die Zinsen senken und macht hier den Powell-Druck. Aber noch ist es zumindest so, dass die Fed hier unabhängig agiert. Das kann sich dann ändern, wenn es dann irgendwann mal einen Nachfolger gibt, wenn Trump tatsächlich nochmal wiedergewählt wird und auch die seine Finger in sozusagen in das Fed-Business reinsteckt. Noch ist die Fed relativ unabhängig. Ich behaupte nicht, dass sie vollkommen unabhängig ist, aber relativ unabhängig in ihren Entscheidungen und hat auch eine Politik vertreten, die bis jetzt immer sehr transparent war. So. Warum sollte also jetzt der Markt annehmen, dass hier die Zinsen sinken? Und dafür gibt es eigentlich nur einen einzigen Grund, dass der Markt erwartet, dass wir irgendwann im Jahre 2019 eine deutliche Abkühlung der Konjunktur sehen. Meines Erachtens gibt es hier keinen anderen Grund. Und wenn wir können uns jetzt nochmal die 10-Jährigen angucken, also das heißt die langfristigen Zinsen, in den USA. Und hier müssen wir jetzt steigende Kurse bedeuten sinkende Zinsen. Und wir sehen hier eben diesen Basistrend, der hier seit Oktober begonnen hat und der vollkommen intakt ist. Und ja, ich habe das ja schon mal in einem Marktkommentar gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir hier diese Niveaus anlaufen und höher gehen, also eventuell sogar auch bis in diesen Bereich hier hineingehen, je nachdem, wie sich die Situation an den Märkten zuspitzt. Denn für mich, und das machen wir jetzt mal hier ganz groß gerade, stellt sich die Situation so dar, dass wir nach dem Zinstief, was wir hier in 2014 gesehen haben, und dann hatten wir hier diese Aufwärtssequenz, also steigende Zinsen, und dann haben wir hier sozusagen eine sogenannte ABC-Korrektur meines Erachtens gesehen, zumindest im jetzigen Bild. Und das heißt, der Markt geht hier weiter aufwärts. Und die Gründe, die möchte ich kurz nochmal erläutern. Also einerseits die Markterwartung, dass die Fed hier kurzfristig an den Zinsen was machen wird nach unten. Das spricht eher für Rezessionssorgen. Der zweite Punkt, den habe ich gestern im Marktkommentar angesprochen, ist die große Position, die die Chinesen am T-Bond-Markt hier entsprechend halten. Das ist natürlich auf der einen Seite eine Gefahr, denn wenn sie die verkaufen, dann würden hier die Kurse sinken. Aber es ist eben auch so, dass wir hier im Moment, dass die Chinesen sich ja natürlich selber schaden würden, weil sie ihre eigenen Kurse kaputt machen. Und deswegen ist es hier zu überlegen, würden sie das wirklich tun. Und das, was ich gestern sagte, wäre sozusagen eine sehr große Eskalationsstufe, wo man sich selber mit wehtun würde. Wahrscheinlicher ist etwas anderes, nämlich dass die Zuspitzung im Handelskonflikt einfach zu wirtschaftlichen Rückgängen auf beiden Seiten führt und das würde dann zu sinkenden Zinsen, steigenden Bondkursen führen. So, sinkende Zinsen an sich sind ja eigentlich immer gute Nachrichten für die Börsianer. Nur, wir haben im S&P sehr hohe Kurs-Gewinn-Verhältnisse eingepreist und für mich im Moment der Pfad, den der S&P hier nimmt, ist, wir haben noch die Chance hier auf ein weiteres Top, das heißt, wir haben jetzt hier korrigiert. Wir sollten das Ganze erstmal, diese Korrektur, als eine Korrektur im Aufwärtstrend behandeln. Das heißt,
Wir sollten davon ausgehen, dass der Stundenchart, der jetzt hier sein Ziel nach unten erreicht hat, wieder in Richtung des Haupttrendes dreht. Das ist einfach das wahrscheinliche Szenario. Ja? Und so wird unser Handel dann eben auch aufgebaut sein. Das heißt, wir gehen hier nicht aggressiv short. Der Stundenchart ermöglicht zwar noch Shorts, ja, das kann durchaus Sinn machen und haben wir ja auch gemacht schon. Ich würde auch an bestimmten Bereichen nochmal es mit einem Short probieren. Aber, und das ist eben die wichtige Message, nicht aggressiv. Und wir haben hier die Möglichkeit für Longs, weil eben auch die Chance besteht, dass der Stundenchart sich hier wieder Richtung des übergeordneten Trendes orientiert und der übergeordnete Trend ist Long. Sollte das eben entsprechend passieren, befinden wir uns relativ schnell hier oben wieder über 2900, da bin ich sicher. Denn es schließt sich jetzt dieser Kreis, diese Momo-Crowd, diese Momentum-Crowd, die hat noch Geld, sieht eben im Moment danach aus und sucht eben noch hier die Anlage. So, das einfach jetzt mal zu dem US-Markt. Wenn wir uns jetzt eben das anschauen, heute tendenziell nochmal Fortsetzung der Korrekturbewegung von gestern. Im DAX Aufwärtsbewegung Richtung 12.100. Wenn wir uns den Bund anschauen, der Trend ist hier aufwärts intakt. Das haben wir gestern schon gesagt, Kursziele von gestern sind auch hier erreicht worden, die 170. Trend ist hier intakt, aber ich sehe hier nicht so viel Potenzial derzeit. Und Euro, seht man hier in dem Bild relativ seitwärts, allerdings mit einem neuen Low hier unter der 112,25 würden wir hier wieder in die Abwärtssequenz gehen. Und ja, dadurch, dass das übergeordnete Bild immer noch abwärts ist, würde das dazu führen, dass wir auch einen leichten Push an Aggressivität wieder zulassen. Das heißt, dass wir hier tatsächlich dann ein bisschen aggressiver wieder handeln. Wir haben ja im Moment so gut wie gar keine Position im Euro. Das heißt, wir würden dann hier wahrscheinlich mal wieder uns auf die Short-Seite begeben. Dafür möchte ich aber erstmal sehen, dass wir unter die 112,25 gehen. Ja, insgesamt kam heute Morgen noch Bruttoinlandsprodukt Deutschland plus 0,4. Also auch wieder positive Zahlen. Wir sind hier raus aus Rezessionssorgen im Moment. Also insgesamt alles wieder so ein bisschen beruhigter, die Situation. Ja, wir fassen es eben nochmal zusammen. Wir haben die große Chance und so würden wir den Markt auch erstmal spielen, dass diese kurzfristige Abwärtsbewegung, die wir jetzt hier Anfang Mai gesehen haben, nur eine Korrektur in der langfristigen Aufwärtsbewegung ist, die ja hier seit Dezember 2018 läuft. Ja, soweit erstmal der Marktkommentar für heute. Ich wünsche euch gute Trades. Bis morgen. Bye bye, euer Birger.